Als es noch keine Maschinen gab, stand bei der Getreideernte die Handarbeit im Vordergrund. Von den Anfängen der Landwirtschaft bis ins 19. Jahrhundert mähte man das Getreide zuerst mit der Sichel und später mit der Sense. Mit der Sense schaffte selbst ein geübter Schnitter an einem Tag nur eine Fläche von 1000 Quadratmetern. In der Mitte des 19. Jahrhunderts ersetzte die Mähmaschine die Sense. Ein weiterer Fortschritt war die Mähmaschine mit Ablage. Ein Mann auf der Maschine streift mit einem Rechen das Getreide vom Mähbalken garbenweise ab. Die Halme mussten aber immer noch von Hand gebunden werden. Der Bindemäher mähte das Getreide ab und band es zu Garben. Die ersten Binder wurden von Pferden gezogen. Später spannte man Traktoren davor. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts verdrängte der Mähdrescher den Binder. Der Mähdrescher mäht und drischt in einem Arbeitsgang. Er entfernt während der Fahrt die Fruchtstände, drischt die Körner aus und säubert sie. Und auch die Mähdrescher wurden immer größer und leistungsfähiger. Dieser hat eine Schnittbreite von beinahe 8 Metern. Heute drischt eine einzige Person mit so einem Mähdrescher 5 Hektar Getreide in weniger als einer Stunde. Also eine Fläche etwa so groß wie 10 Fußballfelder. Durch den vermehrten Einsatz von Maschinen hat sich die Zahl der in der Landwirtschaft beschäftigten Personen stark verringert. So arbeiteten Ende des 20. Jahrhunderts in Europa nur noch halb so viele Menschen in der Landwirtschaft wie 30 Jahre zuvor. Die Landflucht beschleunigte diese Entwicklung.